Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Life in the Woods. An erster Stelle muss ich mich entschuldigen für die lange Pause zwischen dem letzten Video und dem jetzigen. Muss allerdings dazu sagen, dass es einige räumliche Veränderungen bei uns zu Hause gab. Ich mit der Technik ein bisschen umgezogen bin in ein anderes Zimmer. Und ich habe mir für diese Aufnahme diesmal ein bisschen was vorgenommen. Was ich mit euch zusammen schaffen möchte. Und ich muss auch gestehen, im Moment ist es noch so, es ist ja jetzt meine zweite Aufnahme, die ich jetzt hier mache. Im Moment ist das tatsächlich noch so, dass ich, bevor ich die Aufnahme starte, noch hier sitze und so ein bisschen denke, so, na, eigentlich, du möchtest das schon gerne machen und du fängst jetzt auch an und machst jetzt die nächste Aufnahme und tralala und pipapo. Und dann sitze ich vor dem Rechner und denke, ja. No, jetzt fang doch endlich mal an, jetzt mach doch mal. Und irgendwie ist es dann tatsächlich so, dass ich dann immer erst eine ganze Weile brauche, bis ich anfange mit der Aufnahme, weil ich dann ein bisschen da sitze, so, was erzählst du jetzt? Wie fängst du jetzt an? Da tue ich mich noch so ein kleines bisschen schwer. Und nur ich denke mal, das wird sich mit der Zeit legen. Und zwar, was ich mir vorgenommen habe. Ich gucke gerade mal. Inventar ist ziemlich voll. Wir basteln uns mal. Wir machen das mal anders. Dann bastel ich nämlich gleich mal das, was ich haben wollte. Werkbank, Werkbank steht da hinten. So. Vier Kistchen. So. Und dann so. So. Müsste richtig sein. Eins, zwei, drei, vier. Nanu. Caplock drin, ne? Warum eigentlich? Verstehe ich gerade gar nicht. Kann ich das mit Tanne gar nicht machen? Will er nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das mit Slabs hinkriegen. Ich finde die halben sowieso etwas schöner. Da passt zwar weniger rein. Komisch, hier ist er mit Slabs. Und zwar einfach nur, um ein bisschen Platz im Inventar zu gewinnen. Die Blümchen werde ich nämlich alle gleich noch brauchen. Zeige euch auch gleich warum. Erstmal brauchen wir Platz. Da ich hier noch ein bisschen jetzt umbaue, so dass wir hier ein bisschen so gehen die ganzen Blumen erstmal hier mit rein. Denn die werden wir, wie gesagt, alle gleich brauchen. Zeig euch auch gleich, warum, wofür, wieso. Erkläre ich das ein bisschen. Noch was? Zweige, Blätter, Gras, kann alles noch hier rein. Zweige, Blätter, bisschen Gras. So, die hier nehmen wir nochmal weg. Hab
mir das Ganze ein bisschen anders überlegt hier mit dem Bauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Bisschen umbauen. Holz haben wir ja noch genug, um uns neue Äxte zu machen. Durften wir hinkriegen. Nur doof, dass wir hier noch mit Holzäxten rumhantieren. Das dauert dann halt noch ein kleines bisschen länger als normalerweise. Ja, mit dem Start der Aufnahme, wenn ich dann so hier vorsitze und mir dann immer so denke, so, wie fängst du jetzt an und was erzählst du? Und da weiß ich gar nicht, ob das vielen anderen, die bei YouTube mal angefangen haben, früher, vor weiß ich nicht wie langer Zeit, ob denen das auch so ging, ob die dann auch da saßen, wie erzähle ich das jetzt oder was sage ich den Leuten oder... Aber ich denke mal, das legt sich alles mit der Zeit. Ich hoffe es doch. Nicht, dass ich hier, weiß ich nicht, in 2, 3 Monaten immer noch sitze. So, oh, fängst du jetzt an? Was erzählst du? Man sich ja auch so ein bisschen Gedanken macht, wie kommt man rüber? Und. Aber wie gesagt, ich denke mal... Das wird sich mit der Zeit vielleicht etwas legen. So, 1, 2, 3. Weg da. So. Zack, wir bauen ein ganz kleines bisschen um, schaffen uns ein kleines bisschen mehr Platz. 1, 2, 3. Geh weg da, Blümchen. 2, 3, 4. Es wird schon wieder dunkel. Aber da wir ja noch im Peaceful-Modus sind, mache ich mir da jetzt gerade keinen Stress. Wie gesagt, wir verlassen den auf jeden Fall noch. Habe ich ja alles... in der letzten Aufnahme schon erklärt. Sobald wir hier eine gewisse Grundlage haben, mit der wir arbeiten können. Plopp. Tannenholz wollen wir nicht. Was haben wir eigentlich noch zu essen? Birnen. Geht das mit denen? Mal gucken. Ja, Birnensetzlinge. Die nehmen wir mit. Das ist das, was ich meinte. Also ihr könnt jetzt wirklich mit jeder... Naja, was heißt mit jeder? Mit vielen Früchten könnt ihr Setzlinge herstellen und die könnt ihr dann auch wirklich einpflanzen. Dann kommen da die kurz eine Beere hinterschieben. Die könnt ihr dann auch einpflanzen und dann werden Birnen nachproduziert sozusagen, wie als wenn die an einem normalen Baum wachsen. Setzlinge nehmen wir mit. Eine Spalte direkt vor der Haustür. Da möchte ich jetzt aber nicht rein. So, wir brauchen Eichenholz. 4 Erde. Gibt es hier auch kleinere Bäume? Die sind alle so groß. Da ist noch eine Höhle. Alter Schwede. Achso, nee, okay. Sah nur so aus. Baumwolle. Baumwolle nehmen wir mit. Und dann reißen wir mal hier die... lose liegenden Stämme ein.
ganz Krempel, der hier rumliegt, oder der denn da abfällt von den Pilzen zum Beispiel und die Pilze, die wir dann nicht benutzen können, die nehme ich alle erstmal mit. Die werden wir auch noch brauchen. Denn, wie schon gesagt, ich habe in der Aufnahme ein bisschen was mit euch vor, was ich heute schaffen möchte. Eichenholz, jawohl. Davon werden wir jetzt noch ein bisschen brauchen. Ich hoffe, die Erde reicht. Großteil haben wir ja, okay, reicht. Großteil haben wir ja am Anfang gerade verbraten. Nutzbar gemacht. Plopp. Liegt noch ein Setzling. Wenn die sich hier neu einpflanzen, ist das nicht schlimm. Nehmen aber trotzdem soweit alle mit, die ich kriegen kann. Ich suche, vielleicht finde ich den ja hier. So, ganz neben. Oh, Tropical Garden. Was war denn drin? Kiwi. Ananas. Nasse Anna. Und da haben wir einen Bienenstock. Komme ich da ran? Bitte, 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 bitte. Jawohl. Die Bienenkönigin nehmen wir auch mit. Was war das denn? Wilde Karotten. Okay. Gehen als Häppchen durch. Hier werden wir uns bestimmt noch einen Aufstieg oder so hinbasteln, dass man leichter hoch und runter kommt. Aber so weit sind wir noch nicht. Alles erstmal noch spekulativ. Bisschen Eichenholz haben wir. Mein Inventar ist schon wieder voll. Kann doch nicht wahr sein. Ich schmeiß mal noch ein bisschen was weg und dann mache ich schon mal das, was ich sagte, was ich angedeutet habe bereits. Glaube ich zumindest, dass ich es schon angedeutet habe. Wir werden uns heute mit dem Feldern beschäftigen oder anfangen, die Felder zu bauen. Und dafür brauchen wir... Also im alten Minecraft war es ja so, man brauchte so eine schöne Pissrinne zwischen den Feldern. Und die braucht man hier nicht mehr. Das geht jetzt natürlich mit dem Holz hier wieder nicht. So, dann machen wir daraus einfach mal dieses Holz. So, einer? Einer dürfte reichen, für den Anfang. Nanu, ist das nicht richtig? Eigentlich ja. Ach, mit Slabs, okay. Ja, wie gesagt, manche Sachen muss ich noch ein bisschen nachgucken. Die sind noch etwas neu, sag ich mal. Mal ein bisschen offscreen damit beschäftigt. Zwischen der letzten Aufnahme und jetzt. Da haben wir so ein Kompostierer. Und dann brauchen wir noch Erde. Wo klatsche ich dich hin? Wo haben wir denn Platz für Felder überhaupt? Das hier mache ich noch zu. Hier sieht das schon wieder aus wie... Ja, natürlich, da geht es schon wieder in eine Höhle. Da haben wir einen kleinen Teich. Die Tanne könnte man zur Not noch wegnehmen. Ich bapp den erstmal hier neben's Haus. Und jetzt schmeißen wir einfach diesen ganzen unwichtigen Krempel, den wir quasi mitgenommen haben. Den Pilz können wir zum Beispiel nicht benutzen, den auch nicht. Die wilde Karotte wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht was. Candleberry kann weg.
Den weißen Mushroom hebe ich mal auf. Das kann weg. Noch was Schönes. Die Baumwolle hebe ich mal auch auf. Tannensetzlinge brauchen wir auch nicht. Und jetzt wird das Ganze hier quasi verwertet. Und rauskommt. Na, mal ein bisschen schneller. Dauert einen Moment länger.